Leute, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch diese Puffreis-Dinger hier kennt und die genauso geil findet wie ich. Ja, Leute, Trick 17 eines YouTubers. Zeig irgendwas in die Kamera, wo du dir sicher bist, dass es viele feiern und hol dir dafür Likes ab. Ja, das kleine YouTube-1x1, Leute, ab sofort als Mini-Format hier in Hogwarts Mystery drin. Ab jetzt jedes Intro mit irgendeinem bescheuerten Tipp für euch, falls ihr mit YouTube anfängt. Der war scheiße. Lasst trotzdem gerne Daumen nach oben da, Leute. Ich würde mich freuen. Und herzlich willkommen erstmal hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie-LP. Ja, Leute, Tacheles. Ruby ist eine blöde Kuh. Das haben wir letzte Folge offiziell analysiert. Und wir befinden uns hier gerade auf der Fingerhutwiese, wo wir sie, gestellt haben. Sie hat uns jetzt letzte Folge einige Umstände versucht zu erklären, aber ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt, was da jetzt los ist. Und deswegen werden wir sie jetzt in meine Wohnung boxieren. Und dann werde ich sie erstmal ein bisschen auspeilen. Nicht das, was ihr jetzt denkt, Leute. Ja, aber ich muss sie beschützen, oder schützen, weil... sie gilt ja offiziell noch als tot und deswegen darf sie nicht auffallen und deswegen muss ich mich halt darum bemühen, dass sie... Ja, ihr wisst schon, ne, das Ganze. Ja, und genau das werden wir in der heutigen Folge machen, deswegen gucken wir mal eben auf die Aufgabenliste, so. Und werden erstmal ganz gekonnt, ein goldenes Toffee einsetzen. Okay, let's go. So, ja, benutzen, zack, und dann ab zu Ruby und sie in meine Wohnung bringen. Genau, ich habe Wortfindungsstörung, Leute, let's go. Da wären wir. Und Ruby hat sich wieder umgezogen. Dieser schwarze Mantel stand hier echt überhaupt gar nicht. Hä? Oh, fuck. Wie kommt... der Plan ist ja jetzt mal ordentlich kacke in die Hose gegangen. Upsi, stupsi. Meine Güte, als Callum meinte, dass er sie kontaktieren würde, dachte ich nicht, dass sie deswegen gleich in meine Wohnung kommen würden. Und ich dachte nicht, dass ich für dieses Treffen gleich den ganzen weiten Weg in die Winkelgasse auf mich nehmen müsste. Aber jetzt bin ich hier. In deiner gemütlichen Wohnung. Wollen Sie gerade meine Wohnung diskreditieren? Flampi? Brudi, wenn Sie mir mehr zahlen würden und nicht diesen Mindesthungerlohn, dann würde ich hier viel, viel mehr Stuff haben und dann wäre das ja auch viel schöner. Aber ich krieg ja kein Geld. Was ist das für eine scheiß Abteilung, Leute? Ich habe die Bestnoten, immer ohne Gleichen auf meinem Zeugnis. Und trotzdem sieht meine Bude aus wie so eine Abstellkammer. Also, ich weiß nicht. Agent McClint Cock steht draußen und hält Wache. Ja. Sind Sie etwa nicht überrascht? Was meine Zeit in der SOF angeht, ist dies wohl kaum mein seltsamstes Erlebnis. Warte noch ein paar Jahre, dann wirst du wissen, was ich meine. Oh, schlau gemacht, Hogwarts Mystery. Und schon mal darauf einstellen, dass noch spannendere Dinge auf uns zukommen. Naja. Agent McClintock hat mich bereits über alles informiert. Anscheinend liegt hier ein echtes Wunder vor, dessen Hauptdarstellerin außerdem eine Tatverdächtige ist. Tatverdächtig? Moment mal, ich kann doch alles erklären. Diese Befragung wirst du leiten, Agent. Immerhin hast du einen Fall zu schließen. Oh ja, ich werde sie an so einen Tisch setzen und damit einer riesigen Lampe voll in ihre Fresse leuchten und dann sagen, gestehe, Junge oder Mädchen oder wie auch immer. Ich kann das noch nicht so gut, Leute. Es ist mein erstes Mal, tut mir leid. Wird gemacht, Flampi. Haben Sie schon meine neue Frisur gesehen? Ich habe mir die Haare jetzt neuerdings nach hinten gegelt, weil ich so geil darüber komme. Entschuldigung. Es wird jetzt also Zeit, dass du uns alles erzählst, was du über Eris weißt, Ruby. Ja, allerdings, let's go. Ja, keine 8-Stunden-Aufgabe. Danke, Spiel. Naja, trotzdem erstmal wieder fröhlich Energiepunkte ausgeben. Und das mache ich natürlich mal wieder alleine, weil mir niemand dabei zugucken will. Bis gleich, Leute. So, welcome back. Jetzt nochmal verstehen, dann nochmal lernen. Und wir haben die Aufgabe gemeistert. Sehr schön. Dafür nochmal ein paar Münzen. Keine Schokofroschkarte einsammeln. Du hast Eris Foxglove also kennengelernt, als du nach London gezogen bist? Wo ihr beide dann begonnen habt, miteinander auszugehen? Ich hatte eh nie was für sie übrig. Ich war regelrecht besessen von ihr. Sie hat mir die ganze Welt bedeutet.
Als ich bei der SORF angefangen habe, dachte ich, dass ich dieses alberne Klischee von wegen Polizeibeamter liebt Kriminelle leben könnte. Aber es hat sich bald herausgestellt, dass Eris einzig und alleine in sich selbst verliebt ist. Sie hat einfach nur das Gefühl geliebt, von jemandem geliebt zu werden. Also hat sie dir das Herz gebrochen? Als du dann von dunkelrosa Tinte und Unterschriftenfälschungen gesprochen hast, wusste ich sofort, dass es sich um Eris Schreibfeder handeln musste. Die Grabhorn-Attacke, das Kunstgaleriefeuer und mein vorgetäuschter Tod, das habe ich alles für sie getan, um sie zu beschützen. Ja, das sind alles schwere Straftaten, Ruby. Ich hoffe, ich darf auch dein Urteil sprechen, denn dann bist du echt voll am Arsch. Und wie zornig sie war, als ich ihr alles erzählt habe. Sie meinte, ich hätte alles zerstört und ist dann einfach so verschwunden. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Nun, wenn du wirklich nicht weißt, wo sie sein könnte, haben wir im Grunde keine Verwendung für dich. Avada, ich meine... Flamp! Hey, man sieht mich gar nicht, mein tolles Antlitz. Diese Pflanze muss dringend woanders aufgestellt werden. Hallo, Spiel. Diese Pflanze steht ungünstig. Halt! Kein Avada Kedavra, bitte! Ich weiß, wo Eris verfluchte Schreibfeder ist. Du weißt, wo diese verfluchte Schreibfeder ist? Moment mal, hast du das etwa von Anfang an gewusst? Nein, das habe ich erst herausgefunden, nachdem ich einige von Eris Tagebüchern gelesen hatte, die sie zurückgelassen hat. Ich war auf der Suche nach einem Weg, um mich sozusagen reinzuwaschen. Also habe ich ohne Unterlass recherchiert, wo diese Schreibfeder sein könnte. Und jetzt weiß ich auch endlich, wo sie sich befindet. Ich war gerade auf dem Weg, den eigentlichen Ort zu überprüfen, als du und Callum mich überrascht habt. Ich kann dir wirklich helfen, sie zu finden, Daniel. Ich weiß ganz genau, wo sie die Feder versteckt hat. Vertraust du mir? Das ist eine sehr bescheuerte Frage in Anbetracht dessen, was in den letzten Folgen rausgekommen ist, Ruby. Vertrauen, Beweggründe hinterfragen, zu Flamm blicken. Zu Flamm blicken, also als wäre ich abhängig von dem Vogel, ey. Ja. Da bleibt mir eigentlich nur eine logische Konsequenz und Antwortmöglichkeit übrig. Keine Ahnung, Ruby. Was würde denn für dich dabei herausspringen, wenn du mir in dieser Sache behilflich bist? Es geht mir hier nicht um meinen Vorteil, Daniel. Ich weiß, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht habe, also möchte ich es irgendwie wieder gut machen. Ja, kannst du, indem du nach Azkaban geschickt wirst, du falsche Schlange, du. Glaub mir, wenn ich sage, dass ich keine Gegenleistung erwarte. Also dürfen wir dich trotzdem nach Azkaban stecken danach, ja? Schön, dass wir das geklärt haben. Dann musst du ja auch nicht persönlich dabei sein, wenn wir diese Schreibfeder sicherstellen. Wenn wir dich dabei haben, wird es höchstens noch schwieriger. Diese Kackpflanze! Entschuldigung. Aus ihren Worten lässt sich wohl ableiten, dass sie mir nicht erlauben werden, Ruby mitzunehmen, Flamp. Richtig? Wow, das ist aber eine geradlinige und absolut zutreffende Schlussfolgerung, Daniel. Er sagt, wir nehmen dich nicht mit. Daraus schließe ich, dass ich sie nicht mitnehmen darf. Oh. Wow. Klasse, Daniel. Keine Chance. In Ordnung, dann werde ich euch einfach verraten, wo die Schreibfeder ist, sozusagen im guten Glauben. Ey, Ruby, du bist hier eh auf ganz dünnem Eis. Komm mir jetzt nicht mit gutem Glauben, ja? Du hast dich totgestellt, jetzt bist du wieder am Start und erzählst mir diese ganze Story. Du hast jetzt erstmal ganz viel Vertrauensvorschuss zu geben. Und zwar ganz viel. Und kannst vom Glück reden, dass wir dir auch nur einen Zentimeter entgegenkommen. Das ist meine ehrliche, aufrichtige Meinung zu dieser Situation, Leute. Neben den ganzen Blödsinn, den ich sonst so fasel. Ich hoffe nur, dass Daniel nichts geschieht. War das eine Drohung? Indirekt? Ich komm schon klar. Also dann, wo ist diese Schreibfeder, Ruby? In einem Rotkappenloch, ganz in der Nähe des Ortes, an dem ihr mich gefunden habt. Ich könnte es euch auf einer Landkarte... Nicht nötig. Ich weiß sogar ganz genau, von welchem Rotkappenloch du sprichst, glaube ich. Nämlich genau das, was Hogwarts Mystery schon animiert hat und wo sie sich keinen Finger mehr abbrechen. Nee, der Spruch heißt anders. Wo sie keinen Finger mehr krumm machen müssen, diesen Ort neu zu gestalten.
Sie nehmen einfach was aus dem Archiv. Danke, Hogwarts Mystery. Ihr seid die fleißigsten Game-Hersteller, Produzenten, Entwickler der Welt. Und ich werde deine Informationen umgehend überprüfen. Mhm. Und ich werde mitkommen. Oh, nee. Was? Warum denn? Weil es immerhin eine Falle sein könnte. Hast du damit etwa irgendein Problem, Agent? Gemeinsam sind wir stärker. Ich schaffe das alleine. Sie wollen nur die Lorbeeren ernten. Ja, ich tendiere zwischen zwei. Ihr wisst wahrscheinlich auch schon, welche zwei das sind. Also, dass ich das alleine schaffe, ist Fakt. Das muss ich eigentlich nicht betonen, weil das sollte allgemein bekannt in der Wizarding World sein, dass ich der geilste Motherfucker der Welt bin. Ne, Marys Sue halt, ne? Wisst ihr Bescheid. Deswegen. Ach, sie wollen doch einfach nur die Lorbeeren ernten, wenn wir diese Schreibfeder finden, Flump. Du kannst das alles gerne auslegen, wie du willst. Du musst entscheiden, ob ich dich nicht nur davor bewahren möchte, bei dieser Sache in eine Falle zu laufen. Agent McClintock wird in der Zwischenzeit hier bei Miss Honey, bleiben und ein Konzept für unsere weiteren Schritte entwickeln. Damit übertrage ich dir die Führung, Agent. Warte mal, habe ich jetzt entschieden, dass ich alleine gehe? Hätte ich ihn mitnehmen können, theoretisch, und habe das jetzt nicht gemacht? Ich werde sowas von in eine Falle laufen, Leute. Ich bin am Arsch. Dann wollen wir mal, Flump. Ist das hier ein Grafikfehler an der Seite, oder... Was ist das da? Das Blaue. Das sieht aus wie ein Grafikfehler. Es wird Zeit, dass wir endlich diese verfluchte Schreibfeder finden und damit diesen Fall abschließen können. Oh, Händchen halten, Händchen halten. Oh. Sag mal, wo ist jetzt, Agent McClintock? Was macht die da mit ihren Fingern? Verfluchte Schreibfeder finden. Suchen wir diese verfluchte Schreibfeder, bevor sich eine Rotkappe damit davonstiehlt oder sie sich sonst wohin schiebt. Ja, das machen wir, Leute. Aber wo ist dieser Agent? Alter, die ist hier ganz alleine in meiner Butze. Junge, wenn die meine Tiere auch nur anfasst. Die Spinne ist hochgiftig. Ich hoffe, sie streichelt sie. Gut, Leute, ich gucke jetzt mal gerade eben. Ich habe Post bekommen. Oh, Schande. Jenseits von Hogwarts Band 2 ist demnächst verfügbar. Wenn du dir bei Gilderoy Lockhart eine kostenlose Belohnung abgeholt hast, kannst du vielleicht sogar als nächstes den charmantesten Lächelnpreis der Hexenwoche gewinnen. Was? Ja, das nehme ich doch gerne mit. Was passiert hier? Hallo? Wow, ich habe ein goldenes... Was? Oha, das zweite Jahr scheint damit schon angefangen zu haben. Der Dude steht hier einfach schon. Ja, episch. Kann ich nochmal einsammeln? Nö, okay. Ja, alles klar, Leute. Also ich bin echt gespannt auf den zweiten Band. Ja, und wie sie das jetzt weiterführen. Hier habe ich noch ein paar Belohnungen, die ich einsacken kann. Machen wir natürlich gerne. Hier noch ein paar Energiepunkte. So, und dann haben wir bestimmt noch hier bei Magische Meilensteine ein bisschen was. Oh ja, nice. Zwei Schokofroschkarten, ein bisschen Money. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann heiße ich euch gerne und ja, halt gerne, ne? Bei der nächsten Folge hier wieder willkommen, genau. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!